Wenn dir der Content gefällt, lass mal gerne ein Abo da, lass mal gerne ein Like da, einmal die Glocke schalten, damit du keinen Stream mehr verpasst und kein Video mehr verpasst. Wir sind heute auf einem Twitch-Stream, was ich gerade eben sagen wollte. Und wenn du auch mal dabei sein willst auf einem Twitch-Stream, dann komm gerne vorbei, twitch.tv/energizersdp. Gerade ein kleiner Sprachfehler, ich wollte gerade eben was anderes sagen. Und Contra K, ich will mein Problem zurück. Okay. Zeitschrift, Robotern wie im Gleichschritt, jeden Tag am Schreibtisch. Du sagst, ich hätte, müsste, könnte mal. Doch ich muss gar nichts missen, Mann, du kannst mich mal. Ich soll zu ihm aufschauen, sparen und dein Haus bauen. In so einem Outfit sollte ich mich gar nicht raustrauen. Ich sollte Kinder kriegen oder endlich heiraten. Und dabei immer lächeln wie an Weihnachten. Sind beide oder ist nur er bizarr? Das hatte ich, glaube ich, bei einem Sido und Alligator-Video gesagt, ne? Da war der irgendwie Produced by Bizarre oder so. Und ich dachte, Moment, das ist so der Typ von SDP oder so. Sind es beide oder ist es nur einer? Ich weiß nicht. Bis jetzt gefällt es mir ganz gut. Welchen Song hatte ich von SDP gehört? Also ich glaube, mit Esther Graf war das ein Song. Der hat mir nicht so gefallen. Nur er ist bizarr. Okay, dankeschön. Bei dem finde ich ganz nice. So einem Outfit sollte ich mich gar nicht raustrauen. Ich sollte Kinder kriegen oder endlich heiraten. Und dabei immer lächeln wie an Weihnachten. Nein, danke. Wenn das die Lösung ist, dann will ich mein Problem zurück. Diese Welt macht mich krank, aber keiner hat dein Gegengift. Wenn das die Antwort ist, dann stell ich meine Frage nicht. Wenn das der Sinn des Lebens ist, dann wow. Hey, ohne Witz, der Song holt mich wirklich irgendwie ab. Ich hätte es mal gedacht. Der Song hatte irgendwie was. Meine Güte, warum gefällt er mir? Hey. Ein Blick in den Spiegel, bitte sag mir was. Mein alter Freund hat die Welt aus dir gemacht. Gestern waren wir Helden, heute soll ich tot sein. Kommt der Hass von Herzen oder einfach aus Gewohnheit? Manchmal ist die Welt zu schön für mich. Und dann brauch ich sie gegen mich. Dann wird die Last auf meinen Schultern zu leicht. Verdammt, dann gib mir mein Problem zurück. Doch keine Sorge, ich bin lange noch nicht kalt. Ich fühle nur mehr die Schmerzen, wenn ich sie nicht teile. Ich finde, Contra K passt extrem gut zu SDP, oder? Also gerade auf einem Track oder so, finde ich, die passen extrem gut zusammen. Ich bin lange noch nicht kalt. Ich fühle nur mehr die Schmerzen, wenn ich sie nicht teile. Ich brauch das Drama, alles andere wäre zu leicht. Denn jede Träne gibt dem Leben ein bisschen Salz. Wenn das die Lösung ist, dann will ich mein Problem zurück. Diese Welt macht mich krank, aber keiner hat ein Gegengift. Wenn das die Antwort ist, dann stell ich meine Frage. Das ist ein geiler Song, muss ich sagen. Das ist wirklich ein geiler Song. Das bringt mich auch zum Nachdenken. Ich hatte gerade eben auch gedacht, warum ich den so cool finde. Das ist so eine Mischung aus diesem komplett hymnenartigen, aber dann trotzdem irgendwie total nahbarem, was irgendwie auch so eine eigene Frage im eigenen Kopf sein könnte. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist so ein Ding zum Mitgrölen und zum Schreien und so und wahrscheinlich live auch ein cooler Banger oder so. Aber das ist auch wirklich was, was jetzt nicht so... Weil bei diesen ganzen großen Arenen-Songs und Hymnen und so, da denkt man sich immer, okay, die sind so vielleicht manchmal ein bisschen einfacher, ne? Aber das ist schon geil. Ich muss ganz ehrlich sagen, das wirkt schon auch mal ganz anders. Hat ein Gegengift. Wenn das die Antwort ist, dann stelle ich meine Frage nicht. Wenn das der Sinn des Lebens ist, dann bitte begrabe. Ey,
ich brauch's ja nicht zu sagen, oder? Aber die Live, also das Video hier, die Production ist auch mega geil. Das ist krass. Ich find's immer schön, wenn man so eine Stimmung einfangen kann, oder? Geht es auch so? Manchmal gucke ich YouTube-Videos, so Live-Versionen, oder halt jetzt nicht, ich weiß, dass es keine Live-Version ist, aber halt ein Video, und da wird halt so eine Szenerie gecaptured und so ein Moment eingefangen, und dann denke ich mir so, boah, das ist mal krass, dass man irgendwie eine Stimmung so krass mittlerweile transferieren kann, dass man das Gefühl hat, man ist A dabei und B, man bekommt so diese Stimmung von dem Konzert jetzt hier mit, und man denkt sich so, oh, das fühlt sich gut an. Das ist schön. Sorry, ich bin nicht wie ihr. Mein Lebenslauf passt nicht auf DIN A4. Träume platzen nicht wie Seifenblasen, fallen nicht um wie Kartenhäuser, Träume explodieren. Er sieht so, er erinnert mich jedes Mal an Materia, oder? Er erinnert mich ein bisschen so die ganze, jedes Mal, wenn ich ihn höre irgendwie oder sehe, denke ich im ersten Moment. Passt nicht auf DIN A4. So ein bisschen. Träume platzen nicht wie Seifenblasen, fallen nicht um wie Kartenhäuser, Träume explodieren. Wenn mich das Leben wieder niedersteigt, halte ich mich an meiner Liebe fest. Die einzige, die mich nie verlässt. Sorry, ich war nie perfekt. Gegen die Vernunft, Kopf gegen die Wand. Doch wenn ich verglühe, hab ich wenigstens gebrannt. Du darfst nicht auf sie hören, sonst wirst du so wie die. Verkaufen dir pures Gift als Medizin. Nice. Also, ich bin ehrlich gesagt echt überrascht. Ich bin ehrlich gesagt überrascht. Ich finde den Song cool. Ich finde, die drei passen auch echt gut zusammen. Dann will ich mein Problem zurück. Und die Frage, ey, ohne Witz, wenn das jetzt die Lösung ist, dann will ich mein Problem zurück. Ja. Es gibt super viele Momente in meinem Leben, da habe ich mich, auch du wahrscheinlich auch, ne? Du denkst dir so, ah ja, kenn ich irgendwoher. Diese Welt macht mich krank, aber keiner hat ein Gegengift. Wenn das die Antwort ist, dann stell ich meine Frage nicht. Wenn das der Sinn des Lebens ist, dann bitte begrabe mich. Boah, was war denn das für eine Bühnenshow, ey? Das ist ja echt wild. Guck mal her, was ist denn das für eine Production? Das ist Kontra K, ne? Das ist, ach, das war das Album, wie war denn das? Bis zum Himmel, durch die Hölle oder so irgendwas, ne? Das wollte ich mal machen, Leute. Das habe ich gar nicht. Das habe ich mal angefangen eines Nachts. Es war irgendwie so 2 Uhr nachts und es war wieder Kremlin-Zeit. Und ich habe den Rechner angeschmissen und habe gedacht, okay, ich mache die Reaction. Und ich bin irgendwie mitten in der Reaction eingepennt, bin morgens aufgewacht, habe mir das Video angeguckt und habe gedacht, oh mein Gott, habe ich das released? Und ich habe es nicht released und ich dachte mir, gut. Ich habe auch, glaube ich, kam nur so zu Song 3 oder so. Das war Safe Camp Bands. Können wir nochmal machen. Ich finde es cool. Krass. SDP in Kontra K. Finde ich nice. Ich will mein Problem zurück. War ein cooler Song, muss ich ganz ehrlich sagen.